Servus alle miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LEGO Star Wars 3 The Clone Wars. Hier nach dem großen Angriff auf die Malevolence am Start. Oh, ich liebe dieses Let's Play einfach, das ist so entspannt aufzunehmen, ich muss dabei nicht denken. So, und wir spielen die Zerstörung der Malevolence Story. Yay. Wisst ihr, wenn ich so Crusader Kings 2 spiele oder so, da muss ich immer so viel denken dabei. Und dieses Spiel ist einfach so, ne? Simpel, easy. Versteht ihr, was ich meine? Übrigens, wenn euch der Prolog nicht interessiert, dann überspringt ihn einfach. Ich werde ihn mal durchlaufen lassen, einfach weil, naja. General Grievous, Kapitel 3, die Zerstörung der Malevolence. Streitkräfte der Republik stehen kurz davor, den Sieg über General Grievous und sein ramponiertes Schiff, die Malevolence, zu erringen. Jedoch sind Padme Amidala und der Protokolldruide C3PO dabei ungewollt Spielfiguren der Gewissen. Zu Spielfiguren der gerissenen Separatisten zu werden. Himmel, Herrgott, noch einmal. So, los geht's. Und wir sehen eine pseudolustige Szene. Ho, 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 ho. Oh. Also die Situation ist klar, Padme Amidala wird von Grievous gefangen genommen und muss jetzt befreit werden von diesem Schiff, das wir letztes Mal angegriffen haben. So. Yay, wir sind Anakin, wir kämpfen, unsere Ehefrau ist hier auf dem Schiff. Okay, hier kommen wir nicht rein, alles klar. Ah, das war das Level. Oh Gott, wie cool. Ja, stimmt. Sorry, ich kenne das Level. ich habe es gerade wieder erkannt. Hm, was muss ich machen? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich weiß es. Wir müssen jetzt hier rüberfliegen. Dann hält der Zug an. Und dann können wir auf den Zug drauf. Irgendwie so war das. Jetzt. Jedi können Druiden mit der Macht anheben. Drücke dafür K. Okay. Oh. Das war nicht erfolgreich. Lustig. Ach du liebe Zeit. Oha. So. Ich weiß nicht mehr genau, was wir hier machen müssen. Vermutlich das darüber werfen, oder? Ja. Scheint so. Hoppala. Ah ja, jetzt hat. Ja, stimmt, so war das. Yay. Hier würde irgendwas krasses. Ja, stimmt, genau hier. Ha. Ja, genau, stimmt. Hier bauen wir so einen Kran. Mit dem Kran können große Objekte bewegt werden. Ach, was.
Hoppala. Scheiße. Oh shit. Hoppala. So, jetzt, was müssen wir machen? Ah, ja, stimmt. Warte mal. Wir müssen, ja, richtig. Das war cool. Da muss man so Bildschirm wechseln. Warte mal. Genau, hier ist ein R2-Feld. Und auf dem anderen Bildschirm sind wir quasi mit Anakin und C-3PO und müssen uns dann so... müssen dann hin und her switchen, um auf dem jeweils anderen Bildschirm weiterkommen zu können. Warte mal, hier müssen wir so eine Feuerwehrleitung zusammenbasteln. Fehlt noch was? Können wir da rüber jetzt? Nein. Hä? Habe ich was verpasst? Warte, gehen wir mal in einen anderen Bildschirm. Hier kommen wir nicht vorbei. Haben wir verkackt? Ah, ne. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil das schon grün war, deswegen, ne. So, jetzt müssen wir zum anderen Bildschirm. Stimmt, und da war das erstmal so ein C-3PO-Rätsel. Boah, C-3PO ist so nervig. Ich finde ehrlich gesagt, alle Nicht-Jedi-Charaktere in diesem Spiel sind einfach lame. Die Jedi sind cool. So, damit Padme auch was zu tun hat, gibt es hier dieses Feld und dann muss man mit 3PO da hinlaufen und kann dann, muss ich dann die Reihenfolge merken. Stimmt, ich erinnere mich wieder. Oh, snap. Da kommt was. Ja, Obi-Wan, Alter. Hallo? Was? Wieso kannst du nicht blocken? Oh, da ist ein Jedi-Feld. Mach mal. So, jetzt also schieben sich da die Schotten davor. Sehr gut. Und da geht was auf. Das ist natürlich ein klassisches Level, was speziell dafür konstruiert wurde, da im Zweispieler-Modus irgendwie mitzuspielen.
Warte mal. Stimmt, wir müssen das so gegeneinander verschieben, dass alles zueinander zeigt. So, und jetzt noch das. Also noch einmal und dann immer blau zu blau und rot zu rot. So, sehr gut. Warte mal, ist es schon? Ah, stimmt, genau. Man muss jetzt den Reaktor zerstören mit Obi-Wan. Ja, was ich sagen wollte, dieses Level ist halt ein sehr zweispielerlastiges eigentlich. Weil man natürlich die verschiedenen Bildschirme dann mit den zwei, also zu zweit sozusagen spielen kann. Hier sind nochmal welche. Krasser Scheiß, Leute. Müssen wir jetzt mit R2 hin, nehme ich an. So. Das Schiff ist natürlich jetzt sehr destabilisiert. Also wir haben jetzt das ziemlich kaputt gemacht. Also Hyperantriebsgenerator ist das ja hier, wo wir gerade sind. Also und jetzt hat... Oh, kommt General Grievous. Lol. Und wieder ein klassischer, unmotivierter Kampf gegen General Grievous. Oh Gott, wir müssen was... Ja, stimmt, wir müssen was auf ihn werfen, klaro. Wo ist er? Oh. Das war ein guter Schuss. Ah, wir müssen wieder was auf ihn werfen. Warte mal. Was ist das? Ah ja, da geht die eine Türhälfte auf und dann müssen wir... Das gleiche müssen wir auf der anderen Seite auch noch machen. Hoppala. Da ist die Macht tatsächlich eine mächtige Waffe. Oh. Alter, die schießen echt nicht schlecht. Oh. Das kann man nur mit dunkler Macht benutzen. Richtig. Da war was. Aber da kann man von hier aus treffen. Okay, das war irgendwo klar. Oh ja. Richtig.
Mann. Diese Druidika sind echt blöd. Sorry, stimmt, ich weiß, ich muss was auf dich werfen. Nochmal auf der anderen Seite, weil dann müssen wir da einfach weitergehen eventuell, ich weiß es gerade nicht. Irgendwie kommt mir das gerade so ein bisschen endlos vor. Jetzt wo? Kommst du? Ah ja. Okay. Wir hätten einfach weitergehen sollen. So. Okay. Warte mal, erstmal. Ah ja, genau. Hier müssen wir auch irgendwas zusammenbasteln. Damit es weitergeht. Warte mal. Und zwar, warte mal. So wie es da drüben ist, in der Mitte gelb, okay. In der Mitte gelb. Unten grün, oben rot. Das ist eines der längeren Level, gell? Oh, das hätte man gar nicht gemusst. Das ist nur für ein Minikit. Hoppala. Aber nehmen wir mal mit. Also das sind so Bonusinhalte, die Minikits. Links, oben, rechts, unten. So, wir müssen erstmal hier die Brücke clearen. Dann müssen wir, glaube ich, das Schiff in den Planeten steuern oder so. PO. Hier, genau, hier müssen wir die Steuerung aktivieren. Links, oben, unten, rechts. So. Ja, okay, das bringt noch nichts. Warte mal, wir müssen erst mit Padme, glaube ich, irgendwas machen. Und zwar hier diese Dinger runterziehen. So und so. Und dann einmal mit Anakin diese Dinger hier einbauen. Grr. Hallo. So. Genau. So. Und jetzt müssen wir, glaube ich, das Schiff einfach so einstellen, dass es also ein bisschen nach links oben trimmen. Ja gut, da kommen jetzt Druiden raus. Das ist nicht das Problem. Wir sind eh immun, während wir die Macht nutzen. So. Das heißt, ein bisschen nach vorne und ein bisschen nach links. Oh Gott. Das ist ja cool. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ah! Oh Gott. Ja, so ist gut. Sag mal, Padma, hast du gerade mich angeschossen? Ich weiß nicht, wo wir raus müssen. Wir müssen auf jeden Fall durch einen Aufzug raus, aber ich weiß nicht, durch welchen. Durch den da eventuell.
Nein. Können wir hier raus? Ja. Okay, wir können hier raus. Definitiv. Cool. Sehr gut. Das Schiff, dieses Riesenschiff, fliegt in den Planeten. General Grievous entkommt und wir entkommen auch. Yay. Und die republikanische Medstation ist gerettet. Sehr cool. Okay, wir haben C3PO freigeschaltet fürs freie Spiel. Das wird sicher auch noch ein Thema sein später. Im Augenblick will ich ja erstmal die Story durchmachen. Und dann sehen wir mal. So, sehr cool. Okay. Wir haben ein Minikit gesammelt. Da kann man dann so zusätzliche Bonuscharaktere freischalten, wenn man alle 10 in einem Level freischaltet. Story fortsetzen. Sehr cool. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle mal das Level. Die Malevolence ist zerstört. Also auf Deutsch heißt das Ding Böswilligkeit. Malevolence. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Und tschüss.